Also herzlich willkommen heute beim Café Nummer 32. Wir senden heute aus dem Brauhund in Wien. Das ist ein Bar im 15. Bezirk in der Schwegerstraße. Und das sind einfach gute Bekannte von uns, wo wir natürlich oft sind. Und wir haben den Lockdown noch genutzt, um hier eine Sendung machen zu können. Wir haben heute wieder ein interessantes Programm. Es beginnt mit den Perlen aus dem Archiv. Dann gibt es einen ganz kleinen Überblick über Da Vinci Resolve. Dieser Videoschnittsoftware, die kostenlos ist, also ganz eine tolle Sache. Und der Oliver hat was zum Thema Datensicherung vorbereitet. Da werden wir heute mal den ersten Teil bringen und es geht einmal um einen groben Überblick. Dann wird uns nur kurz der Markus Vierl aus dem CG-Shop zugeschaltet sein und ein bisschen was über ein spezielles System erzählen. Und unser besonderer Gast ist die Eva Drostek, eine Fotografin aus Weiher. Da gibt es nämlich heuer einen Workshop über Modefotografie und die Eva wird uns gemeinsam mit Oliver diesen Workshop vorstellen. Dann gibt es die Bildbesprechung und die Verlosung, die wir heute machen werden und zum Abschluss wieder die Photoshop Challenge. Vielleicht nochmal ganz kurz: Redline Challenge von Canon. Man auch schon auf der Homepage. Light into the Dark ist das Motto. Wer noch mitmachen möchte, geht noch bis Ende Mai. Bei den Perlen aus dem Archiv, das ist ein Original aus dem Jahr 1989 und zwar der Ararat ist in der Osttürkei gelegen, ist der höchste Berg der Türkei und mit über 5000 Meter Höhe. Und von Dogabayazıt, das ist dieser Ort an der Grenze, geht man dann hinauf. Das ist also bergsteigerisch nicht sehr schwierig, ist aber sehr mühsam, weil so ein Geröllhaufen ist und man fährt also bis 2,9 mit dem LKW und steigt dann auf. Der Legende nach ist dort die Arche Noah gestrandet und es hat einen amerikanischen Astronauten gegeben, der hat da diese Expedition ausgestattet und der jahrelang die Arche Noah gesucht. Und die Bergführer von Dogabayazıt haben sozusagen dann ein Modell am Gipfel des Ararats raufgebracht. Und wir haben damals, also ich war mit meinem Bruder unterwegs, es war ganz Ende der Saison und das Wetter war sehr, sehr schlecht. Es hat gerade am letzten Tag aufgerissen, wir haben dann relativ in einer Gewaltmarsch diesen Berg geschafft und das war natürlich eine tolle Sache. Und das sind auch jetzt beim Scannen vom Archiv sind auch noch so viele tolle Sachen aufgetaucht. Wir werden euch da noch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Zu Da Vinci Karl, Resolve. Entschuldigung, Ja. im Chat ist die Frage auf dem letzten Bild, wer bist du? Ja, ich bin da der Fotograf. Der zweite von rechts ist der Peter, mein Bruder. Und das andere ist ein Münchner, den wir getroffen haben. Das sind einfach Leute, die wir dann am Weg zum Gipfel getroffen haben. Ich bin da leider nicht drauf, weil ich fotografiert habe. Aber ich werde es nicht glauben, ich bin damals also eben sehr viel in die Berge gegangen und haben auch den Ararat Aber geschafft. das ist immer das Schicksal der Fotografinnen und Fotografen, dass sie nicht auf den Bildern sind. Genau. Da Vinci Resolve ist eine Software der australischen Firma Black Magic Design. Und diese Firma kommt aus dem Broadcast-Bereich. Das heißt, die starten eigentlich Fernsehstudios auf. Und die haben eine Gratis-Version, gibt es eben von diesem Da Vinci Resolve. Das ist ganz, ganz eine tolle Software. Und wie gesagt, diese Videoschnittsoftware hat nur geringe Einschränkungen und man kann komplette Projekte damit schneiden. Der einzige Nachteil ist, sie ist nur in Englisch verfügbar. Und es gab vorher einen Teil, da ist nur um Color Grading, also um die Farbgestaltung gegangen und da ist Da Vinci Resolve besonders stark. Und das bekannteste Produkt eigentlich der Firma war das Atem Mini. Das ist ein Umschalter, der quasi jetzt in der Pandemie, also das war der Burner, wo man einfach verschiedene Quellen anstecken kann und dann umschalten kann und der streamt das Ganze ins Internet. Und die haben diese Software deswegen gratis gemacht, damit eben möglichst viele Leute damit arbeiten und auch die Technik dahinter nutzen. Aber das hat eigentlich keinen Pferdefuß, ist so ein Timeline-basiertes Programm. Also ähnlich wie Wings Platinum oder Adobe Premiere. Und die Lernkurve, sage ich mal, ist relativ gering. Da sieht man jetzt einen Teil eben von diesem Color Grading Modul. Und wir werden das peu à peu immer wieder die eine oder andere Funktion vorstellen. Das ist vor allem für die Leute geeignet, die wirklich Video schneiden wollen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eher auf der Bildseite bin und vielleicht dann und wann einmal ein Video habe, also dann ist nicht unbedingt notwendig, so eine Software zu verwenden. Aber es ist eine gute
es ist quasi eine gute Alternative zu Adobe Premiere, das quasi nur im Abo gibt. Und Blackmagic Design hat sich da echt ganz, ganz viele Freunde geschaffen und speziell junge Cutter, also arbeiten alle mit dem, das ist auch zu einem Industriestandard geworden. Also wirklich eine ganz gute Software. Und da gibt es eben so ein Keyboard dazu, das habe ich jetzt vor kurzem erst mir gekauft, wo man quasi mit dem Rad rechts im Video herumscrollen kann und mit den Kurztasten kann man verschiedene Funktionen abrufen. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch und das geht noch einmal schneller und ist einfach haptisch eine tolle Sache mit dem Rad. Da sieht man dann, man kann einfach dann mit dem Rad drehen und verschiebt quasi die Schneidekante. Und wenn wir jetzt beim Thema Video sind, wir kriegen immer wieder Fragen, wo kriegt man jetzt Musik her? Also Plattformen, zum Beispiel Envato ist so eine Plattform, da kann man sich Videos runterladen, also Vorlagen für Videos, Fotos, Grafiken, zahlt man $14 im Monat, also ist ganz, ganz toll. Dann Artlist wäre eine andere Plattform. Ich werde halt diese Präsentation wieder dann in die Goodiebox reinschmeißen, damit ihr die ganzen Daten auch habt. Soundtaxi ist auch sehr bekannt. Canva und Epidemic Sound. Es gibt aber noch viele mehr. Und einige dieser Firmen bieten auch gratis Musik an. Aber bitte immer ganz genau schauen, wie man das sozusagen verwendet, damit man da nicht vielleicht Probleme hat, wenn man das Ganze ins Internet hochlädt. Ja, vielleicht nur ganz kurz zur Bildbesprechung für die Zukunft. Wir werden jetzt noch Regeln ausarbeiten, damit es auch leichter ist und auch für uns leichter. Und zwar schön wäre es, wenn ihr Vorname und Namen im Dateinamen drinnen habt, dann können es wir zuordnen und müssen dann in die Metadaten reinschauen. Wer Wasserzeichen hat, kann das gerne auch reinmachen. Das stört nicht, vielleicht nicht über das ganze Bild, aber wenn das einmal irgendwo unten klein drinnen ist. Die Mindestgröße sind 2000 Pixel an der langen Kante, damit es einfach dann auch wirklich gut ausschaut. Und bitte keine RAW und keine BSD-Dateien. Das wäre so unser Wunsch. Gut, dann werde ich mal meine Bildschirmfreigabe stoppen. Und werde mit den Oliver bitten zu übernehmen. Okay, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Karl und ich, wir stehen ja heute 2 Meter Abstand im Brauhof. Und ich gebe euch jetzt nur kurz meine Präsentation frei. So, Achtung, hier ist sie. Okay. Wir sehen die schon, Oliver. Ja, passt, gut. Also, wenn ich mit meinen Kletterkollegen in den Kletterwänden unterwegs bin, dann verbinden wir uns immer mit 2 Seilen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass beide Seile gleichzeitig versagen, ist sehr gering. Und wenn man im Alpinismus, also mit Sicherheitssystemen in mehrfacher Ausführung arbeitet, nennt man das, wir arbeiten redundant und sind sozusagen doppelt abgesichert. Und dieses redundante Arbeiten, das sollte man halt auch anwenden, wenn man mit digitalen Daten arbeitet, also praktisch in der Fotografie. Weil aus meiner Sicht gibt es nichts Schlimmeres, also wenn ich jetzt private Erinnerungen aufgrund irgendeines Fehlers verliere und sie sind unwiederbringlich. Und ein ganz besonderes Beispiel ist es zum Beispiel, und da sind die Daten goldeswert aus meiner Sicht, meine beiden Elternteile sind beide über 80 und heute am Nachmittag habe ich wieder meine Mutter und meinen Vater fotografiert und man muss halt in dem Alter rechnen, dass das höchstwahrscheinlich einmal die letzten Fotos sein werden und wenn man die dann verliert, dann ist das sehr ein ziemliches Pech. Ja, und heute möchte ich euch einmal zeigen, jetzt machen wir eine theoretische Urlaubsreise, das wird ja bald wieder möglich sein und wie man da am besten redundant mit seinen Daten umgeht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man Daten verliert, irrsinnig gering ist. Steigen wir gleich mal ein mit den Speicherkarten. Also ich investiere da immer sehr viel Geld und kaufe mir Markenspeicherkarten, also mit sehr hoher Qualität, weil das ist es mir einfach wert. Ich möchte nicht, dass da irgendeine Speicherkarte einmal versagt und ich dadurch Daten verliere. Und wenn man da halt auf Markenprodukte setzt, also in dem Fall, das ist jetzt Scandisk, ich habe auch andere Markenprodukte da in mein Portfolio, dann sage ich, hat man da den Sicherheitsstandard deutlich gehebt. Weiters nutze ich jetzt keine Speicherkarten, die zum Beispiel
ein Volumen haben für 1 TB. Nein, ich kaufe mir bewusst kleine Volumina, zum Beispiel 32 GB Speicherkarten, damit ich, wenn ich jetzt eine Woche im Urlaub fotografiere, viele Speicherkarten einsetzen muss. Das heißt, ist die eine 32 GB Karte voll, dann nehme ich die nächste, damit ich halt, wenn einmal eine Karte versagt oder mir die Kamera gestohlen wird, dass halt nur ein kleiner Teil der Bilder verschwunden sind und der Rest halt immer noch da ist. Und was ich auch nicht mache, ich formatiere diese Karten nicht gleich, sondern ich komme nach Hause und habe die dann eine Zeit lang auf diesen Speicherkarten meine Urlaubsbilder, damit ich da auch wieder ein zusätzliches Backup habe. Oliver, wir haben eine Ja. Frage im Chat, und zwar, woran erkennt man die hohe Qualität einer Speicherkarte? Ja, also der simpleste Erkennwert ist natürlich der Preis. Also wenn man dann vergleicht, 32 GB Speicherkarte, und dann sieht man halt, die eine Karte hat diesen Preis und die andere diese. Ja, und dann gibt es halt die Markenhersteller wie ScanDisk. Kennst du noch irgendwelche, Karl? Ja, also und was Angelbird zum Beispiel ist also ein Hersteller aus Vorarlberg, die im Videobereich sehr verbreitet sind. Und wichtig ist auch, zum Fotografieren muss ich nicht unbedingt die allerteuersten nehmen. Da reichen auch gute Midrange, weil es geht da sehr stark um die Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt eine hochauflösende Kamera habe mit großen Dateien, ist natürlich besser, wenn die Speicherkarte auch schneller ist. Ich werde dann noch ein paar Links einbauen. Transcend lese ich hier gerade. Dann SanDisk ist eh die bekannteste. Ich würde keine No-Name-Karten auf Genau, Amazon ja. bestellen. Und wenn eine Speicherkarte einen Fehler aufweist, bitte sofort weggeben. Und was der Oliver noch gesagt hat, ich mache es genauso. Also ich gebe dann quasi wenn ich die Speicherkarten runtergeladen habe, in meinen Fotorucksack hinein und weiß, ich kann die wieder beschreiben, aber ich formatiere die erst in der Kamera, wenn ich das nächste Mal fotografiere. Das heißt, wenn jetzt irgendwas passiert wäre, dann kann ich einfach mit denen Ja, weiterarbeiten. genau. Ja, und der nächste Schritt ist dann die Kamera an sich, und da verwende ich auch Kameras von Canon, die zwei Speicherkarten im Body drin haben. Das seht ihr da. Also das heißt, ich habe schon wieder redundant, jedes Foto wird einzeln auf die Speicherkarte aufgezeichnet, und ich habe meine Kamera so eingestellt, dass das RAW-Bild einmal auf die erste Speicherkarte und einmal auf die zweite Speicherkarte eingestellt wird, weil versagt die eine Karte, habe ich das RAW-Bild immer noch auf der anderen Seite. Also das wäre jetzt für die Urlaubsreise, und wenn ich natürlich dann kommerziell bei Kunden arbeite, habe ich immer drei Bodies mit. Also das heißt, wirft mir der Kunde eine Ka Kamera auf den Boden, habe ich immer noch zwei Ersatzkameras am Set. Ja, dann ist jetzt eine 32 GB Speicherkarte voll, dann gebe ich diese Karte in ein kleines Case, das staub- und Spritzwasser geschützt ist. Und dieses Case gebe ich nicht in den Fotorucksack oder in die Fototasche, sondern trage es am Körper, weil das ist eh nur so ein kleines Etui, weil wenn die Fototasche mir gestohlen wird, dann sind gleichzeitig ja alle Speicherkarten weg. Also das heißt, dieses kleine Case habe ich immer dann am Körper. Okay, ja, dann nach einem Tag im Urlaub fotografieren, kommt man irgendwann einmal am Abend wieder in das Hotel, und dann werden sofort die Bilder des Tages auf den Rechner gesichert, der halt im Hotelzimmer geblieben ist. Und zusätzlich, dass ich es auf dem Rechner sichere, sichere ich das Ganze noch einmal auf eine externe Festplatte. Und da kann ich euch eine Festplatte empfehlen, die ist vom Hersteller Lassie. Die haben so, wie soll ich sagen, stoßfeste und spritzwassergeschützte Festplatten. Also die können vom Tisch runterfallen und es passiert immer nichts. Die heißen Lassie Rugged. Also schaut euch die mal im Internet an. Ja, und jetzt kann man natürlich wieder ein Szenario konstruieren und sagen, naja, wenn ich dann zum Abendessen gehe und in meinem Hotelzimmer ist ein Zimmerbrand, dann sind natürlich wieder alle Daten weg. Ja, mein Lösungsvorschlag ist, nehmt dann diese eine Festplatte und deponiert sie an der Rezeption. Also das heißt, ihr habt da ja euer Fach, und da könnt ihr es dann am Abend, wenn ihr die Daten gesichert habt, in euer Fach deponieren, und so habt ihr schon wieder eine Redundanz. Das heißt, der Rechner einmal
im Zimmer, dann die Speicherkarten, die einzelnen, die sie dann halt nicht beim Abendessen am Körper haben müsst, weil ihr ja die Festplatte eher an der Rezeption habt. Und natürlich die dritte Möglichkeit wäre, dass man sagt, gleich vom Rechner gehen die Bilder in eine Cloud. Also wenn ihr im Hotel ein schnelles Internet habt, ist ja das überhaupt kein Problem. Ja, es gibt eine interessante Anmerkung im Chat vom Hans Kraus, und zwar von WD gibt es die My Passport Wireless Pro. Das ist eine Festplatte, die direkt einen SD-Card-Reader eingebaut hat. Das heißt, man kann eigentlich ohne Rechner, man steckt die Speicherkarte rein und kann die sofort hochladen. Ah, das ja, ist toll. Siehst du das? Ich kenne die auch. Und dein das ist, nächster Vortrag, ja, Karl. Ja. Ja. Und das ist natürlich super, also weil es nimmt nicht jeder einen Rechner mit. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Das ist natürlich gut dann, ja. Okay. Also ich habe den Rechner immer mit, also ich gehe nie ohne den Rechner weg, außer wenn ich jetzt klettern gehe in die Berge. Ja, gut. Okay, jetzt nehmen wir an, die eine Woche Urlaub ist vorbei und es geht jetzt an den Rückflug. Und angenommen, wir haben jetzt nicht die Daten in eine Cloud gesichert. Dann ist es wieder ganz wichtig, dass ihr das Case auch von der letzten Speicherkarte mit am Körper ins Flugzeug nehmt. Also das ist eh so ein kleines Taschen nur, weil sollte mal mit dem Flug irgendwie eine Notlandung oder sonst was passieren, dann darf man natürlich kein Gepäck mitnehmen, aber weil ihr dieses kleine Case eingesteckt habt, ist das überhaupt kein Problem, damit dann das Flugzeug zu verlassen und ihr habt nur immer eure Daten. Okay, gut, dann kleiner Hinweis noch von mir vom Rande. Wenn ich kommerziell bei irgendwelchen Kunden Aufträge abfotografiere, dann ist meine Kamera direkt an den Rechner mit einem Tether-Kabel, nennt sich das, angehängt und automatisch werden die Daten sofort auf den Rechner aufgespielt. Das hat zwei Gründe. Zum ersten werden die Daten zusätzlich gleich auf den Rechner gesichert und zum zweiten kann der Kunde gleich mal mitsehen, welche Bilder von der Kamera hereinkommen. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass ihr eure Kamera so einstellt, dass die Daten zum einen auf eure Speicherkarten gesichert werden und auf den Rechnern, weil wir zum ersten Mal, das ist jetzt schon viele Jahre her, mit diesem Tethered-Fotografieren begonnen habe, fotografiere ich den ganzen Tag und dann nehme ich am Abend die Speicherkarte und kein einziges Bild war auf meiner Speicherkarte drauf. Na Gott sei Dank waren die eh alle am Computer, aber ich habe dann recherchiert und habe dann gesehen, okay, ich muss meine Kamera so einstellen, dass auf die Speicherkarte gespeichert wird und auf den Computer. Okay, und dann mache ich noch Folgendes, bevor ich den Kunde verlasse, also bevor ich mich ins Auto setze und wegfahre, werden dann nochmal die ganzen Daten aus diesem Kundenshooting auf eine Festplatte gesichert und die verbleibt im Auto, weil ich komme dann zu Hause, stelle das alles ins Büro und wenn dann in der Nacht das Büro einen Zimmerbrand hat, dann werden erst wieder alle Daten weg. Daher habe ich noch immer eine Festplatte im Auto und bin somit wieder redundant unterwegs. Ja, und jetzt kommt der zweite Teil. Ich habe ja nur auf meinem Rechner, ich arbeite mit Apple, eine Terabyte Festplatte. Also das heißt, mein ganzes Archiv geht ja gar nicht auf den Rechner. Das heißt, ist die Urlaubsreise, die ganzen Bilder bearbeitet und sind oder ist der Kundenauftrag abgeschlossen, dann werden die gesamten Daten auf mein Archiv überspielt. Das hat einen Speicherplatz von 20 Terabyte und der füllt sich heute schon langsam über die Jahre. Und ich zum Beispiel arbeite auf Apple, ich verwende da ein Produkt von Lassie, das nennt sich ein RAID-System mit mehreren Festplatten und es hat halt in Summe 20 Terabyte, wo ich sage, irgendwann, ich schätze mal in 10 oder 15 Jahren, habe ich dann dieses Archiv mit 20 Terabyte angefüllt. Das schaut hinten so aus, da
fünf einzelne Festplatten verbaut sind. Und dieses Archiv, wenn ich jetzt das Volumen der einzelnen Festplatten addiere, kommt da viel mehr heraus als 20 Terabyte. Aber dieses RAID-System, es heißt ja Redundant Area of Independent Disks, das bedeutet, die arbeiten auch redundant. Das heißt, es können bei mir praktisch zwei Festplatten defekt gehen und trotzdem würde ich beim Arbeiten keinen Unterschied erkennen, weil dieses RAID-System die Daten mehrmals spiegelt auf diesen fünf Festplatten, um sozusagen, falls da ein Fehler passiert mit einer Festplatte, dann kriege ich natürlich einen Warnhinweis, kann aber ganz normal arbeiten, kaufe mir am nächsten Tag eine neue Festplatte, schiebe die hinein und das System spiegelt automatisch wieder das so, dass wieder alles wieder redundant arbeitet. Ja, jetzt kann sich der eine oder der andere jetzt denken, okay, was passiert jetzt, wenn das Büro abfackelt, wo halt dieses RAID-System steht und dort gibt es einen Zimmerbrand? Naja, momentan arbeite ich noch so, dass ich dieses Archiv physisch doppelt vorhanden. Das heißt, das eine RAID-System steht bei mir im Büro und das andere RAID-System habe ich physisch Luftlinie 4 Kilometer an einem anderen Ort liegen, damit ich halt auch dieses Szenario vermeiden kann. Ja, weil aus meiner Sicht, ich habe es euch eh vorher schon gesagt, für mich sind diese privaten Bilddaten einfach Goldeswert. Aber jetzt als professioneller Fotograf muss ich natürlich schauen, dass ich total redundant arbeite mit den Kundendaten. Man stelle sich nur vor, ich fotografiere einen Tag in einem riesen Industriebetrieb, da werden Mitarbeiter abgestellt für dieses Fotoshooting, da wird teilweise die Produktion unterbrochen oder irgendwelche Teile produziert, die man dann nachher nicht verwenden kann, nur damit ein Tag lang hoch professionelle Imagebilder entstehen und dann passiert mir als Fotograf irgendwie ein Hoppala und die Daten sind weg. Na, man, das kleinste Problem ist, dass ich zum Kunden sage, naja, machen wir es morgen wieder, der zweite Tag kostet nichts. Der Kunde wird zu mir sagen, Herr Bader, dieser eine Tag fotografieren hat uns heute 100.000 Euro gekostet. Wir werden diese Sache, als wenn ich jetzt schwarz male, an unseren Anwalt weiterleiten und die Kosten von Ihnen sozusagen im Regress zurückholen. Also darum ist für mich dieser redundante Workflow mit den Daten von Bildaufnahme bis hin ins Archiv so wichtig. Ja, und jetzt stelle ich euch noch vor, meine nächste Investition. Nämlich mir aufgrund, jetzt Karl, wir zwei haben jetzt ein Jahr lang Online-Trainings produziert und natürlich diese Aufzeichnungen auch mit den Kunden und den Teilnehmern ausgetauscht. Und natürlich habe ich da immer manuell müssen dann diesen Link an die Kunden schicken. Und jetzt habe ich mich entschieden, das System insofern zu erweitern, mit einem NAS-System. Ein NAS-System ist ein Network Attached Storage System. Das arbeitet im Prinzip auch mit fünf Festplatten, wie dieses RAID-System, das ich aktuell habe, aber dieses NAS-System ist praktisch ein eigener Rechner. Der hängt in einem lokalen Netzwerk und im Prinzip, meine Daten werden da genauso gesichert, aber ich kann jetzt zusätzlich unseren Kunden, die ein Online-Seminar oder ein Präsenzseminar gebucht haben, Links zusenden, dass sie lokal auf Teile dieses NAS-Systems Zugriff bekommen, sich Lernunterlagen herunterladen können oder die Aufzeichnung der Online-Seminare. Also das zum Beispiel sind jetzt die nächsten Kurse, die ich bei der Wiener Fotoschule durchführe. Und da ist es jetzt dann ganz wichtig, also ich kann vor dem Seminar schon den Teilnehmern Daten zur Verfügung stellen. Ich kann nach dem Seminar Lernvideos oder die Aufzeichnung des Seminars zu verschicken und dieser Permalink, den ich dann aussende, das ist ein Zugriff auf dieses NAS-System und der bleibt bestehen. Also das heißt, gehen euch einmal die Daten verloren, könnt ihr euch ein halbes Jahr später auch noch Zugriff auf mein Archiv und dir die Daten noch einmal runterladen. Ja,
Und jetzt möchte ich mal ganz herzlich Danke sagen an Helmut Kagel, weil er ist mit dieser Frage an uns herangetreten und wir haben natürlich dann diese Frage heute und im nächsten Teil, Teil 2 mit dir, Karl, beantwortet. Und ich sage nur, eure Fragen sind unsere Aufgaben. Gut, ich möchte das ein bisschen noch herunterbrechen. Und zwar, es wird jetzt nicht jeder von euch ein RAID-System oder ein NAS haben. Was ich euch empfehlen würde, dass ihr, wenn ihr jetzt mehrere alte Platten habt, dass ihr mal alle Bilder auf eine 10-Terabyte-Platte überspielt. Und ihr müsst jetzt, wenn ihr also nicht im Netzwerk seid, müsst ihr nicht unbedingt ein NAS oder ein RAID-System haben, sondern ich würde mir einfach immer aktuelle Festplatten besorgen, weil nach 5 Jahren sollte man sowieso einmal sozusagen alles von den alten auf eine neue Festplatte ziehen. Und wenn ich mir jetzt eine Festplatte zum Beispiel mit 8 Terabyte kaufe, dann würde ich sofort das mal 2 oder mal 3 kaufen und dann immer Minimum auf 2 Platten sichern. Das ist eine Geschichte, die euch das Leben einmal erleichtert. Und ich werde es ja auch schon die Erfahrung gemacht haben, wenn die Fotos dann auf verschiedene Festplatten sind, ist das wahnsinnig mühsam, die zu finden. In der Lightroom manchmal kommt man mit den Laufwerken durcheinander. Ich habe da jetzt vor kurzem gerade ein Archiv saniert. Also da kann ich nur empfehlen, einfach große Festplatten. Und wenn jetzt mehrere Leute dran arbeiten sollen oder ihr Netzwerk zu Hause, ihr habt das natürlich so ein NAS-System, eine tolle Sache. Und wir haben einige interessante Anmerkungen im Chat bekommen. Jota Cloud sitzt in Norwegen, dann Nextcloud ist ein deutscher Anbieter, da kann ich dann auch ein paar Links noch sammeln. Also ich habe jetzt zum Beispiel bei Nextcloud meine die ganzen Sachen drinnen von der Fotoschule und das ist sozusagen der Vorteil an der Geschichte, aber ich würde einfach schauen, immer aktuelle Festplatten haben, das ist einmal eine ganz, ganz eine wichtige Sache. Und dann gibt es kleine Programme, wie zum Beispiel Syncovery oder GoodSync. Das sind Synchronisierungsprogramme, mit der ich einfach 2 Festplatten abgleichen kann. Wenn ich in Windows Explorer kopiere, habe ich das große Problem, dass der mitten drunter abbricht. Also das heißt, und diese Programme sind um wenige Euros zu haben, kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Syncovery heißt die eine, also so wie synchronisieren, und das andere GoodSync, so wie die gute Synchronisation. Und da ist dann ein leichtes, mehrere Festplatten auch aktuell zu halten. Jetzt habe ich den Markus von CG Shop in der Leitung. Markus, kannst du ganz über das Synology, über das NAS-System ganz kurz was sagen, dann holen wir die rein. Vielen Dank, dass ich da auch wieder dabei sein darf. Gerne, also wie der Karl vorher schon gesagt hat, das ist ein NAS, ist nicht für jeden unbedingt nötig. Also es ist, oder der Oliver hat das auch erwähnt, es ist ein NAS ist dann vor allem sinnvoll, wenn mehrere Teilnehmer in einem Netzwerk auf etwas zugreifen wollen oder wenn man eben von unterwegs auch zugreifen möchte. Das heißt, das ist eben wie ein eigener kleiner Computer mit einem eigenen kleinen Betriebssystem, das im Netzwerk, wie es am Router dranhängt und wo man dann eben sozusagen von unterwegs auch zugreifen kann. Bei Synology gibt es eben auch diesen Web-Access. Es gibt eben im Prinzip, sagen wir mal, 2 große Anbieter, die da in Frage kommen. Das eine ist eben halt Synology, das andere ist Netgear. Die Netgear Ready NAS sind auch gute NAS-Systeme, die haben den Vorteil, dass sie ein kleines Display auch haben, wo man immer sozusagen eine Rückmeldung kriegt und sieht, was sozusagen gerade der Status ist. Die Synology haben mehr oder weniger nur eine LED, die leuchtet. Was Sinn macht, ist bei beiden NAS-Systemen, dass man mehrere Platten, Einschübe sozusagen gleich wählt, am besten das NAS-System mehr oder weniger unter Anführungszeichen nackt kauft, also das heißt ohne Platten drinnen und dann eigene Platten hineinschiebt. Warum? 2 Gründe. Das eine ist, dass die Platten, die man oft bei dem Vorgefertigten mitkauft, nicht so gut sind wie die, die man selber reintun kann. Also ich bin zum Beispiel ein Fan von den Iron Wolf Pro Platten, ja, die kann man zum Beispiel reintun. Oder eben auch, wenn man Western Digital oder so nimmt, gibt es auch immer da sozusagen die NAS RAID sozusagen heißen die halt dann NAS Pro bei Western Digital, also sozusagen die besseren Platten. Wenn man da die allergünstigste Variante nimmt, hat man einfach dann den Effekt, dass die nach ein paar Jahren kaputt gehen können, nach 2, 3 Jahren. Je teurer die Platten, desto länger halten es normalerweise. Das ist leider wirklich eine Faustregel, die stimmt. Das heißt, wenn man jetzt eine 10 Terabyte Platte nimmt, die kosten so um die 300 Euro eine gute Platte. Ja. Damit kommt man dann sehr lang durch. Ich würde am Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel ein NAS nimmt mit 6 Einschüben, kann man durchaus das auch am Anfang mit 2 Platten überstücken. Ja. Das heißt, man hat einfach dann noch Platz für weitere Platten und kann, wenn man mehr Bedarf hat, dann dazu schieben. Ja. Das heißt, man nimmt am Anfang 2 Platten, hat ein RAID 1:1 System, das heißt, die Platte wird gespiegelt und man kann sozusagen dann jederzeit ergänzen. Ja.
Genau, ja, es hat gerade im Chat auch geschrieben, man kann sich ein NAS auch unter Linux selbst basteln. Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man theoretisch einen Windows-Server macht. Also man kann immer sozusagen da eigene Serversysteme auch machen, die NAS, sowohl ReadyNAS als auch Synology sind, soweit ich weiß, auch Linux-basierende kleine Systeme. Ja. Vorteil ist halt, die sind jetzt nicht so teuer. Ja. Also so größerungsmäßig kostet etwas um 400, 500, vielleicht je nach Plattenplätze, dann sozusagen bis 600, 800 € rauf. Aber das kommt darauf an, wie viele Platten man haben möchte und wie sozusagen dann der interne Speicher und solche Sachen dann auch schon. Ja. Was Sinn macht beim NAS, ist immer wichtig, über ein WLAN wird es elend. Ja. Muss man ehrlich sagen, da ist die Datentransferrate einfach dann nicht besonders gut. Wenn man jetzt keinen direkten Netzwerkanschluss hat, weil der Computer weiter weg steht, lohnt sich dadurch also so ein Powerline-LAN. Ja. Da gibt es von Devolo oder anderen Anbietern sehr günstig und gut, einfach Powerline-Adapter, wo man in die Steckdose reinsteckt, einen Adapter beim Router und einen Adapter beim Computer und mehr oder weniger das Stromkabel nützt das Netzwerkkabel. Das ist viel schneller als über WLAN und ist etwas, was sehr schnell und einfach umsetzbar ist. Das heißt, wo man sozusagen auch funktioniert, auch wenn es verschiedene Sicherungskreisläufe sind, also mit verschiedenen, sogar mit verschiedenen Sicherungskasten im gleichen Haus. Also ich habe das sozusagen bei mir auch schon in verschiedensten Varianten privat im Einsatz. Gerade jetzt mit Homeschooling mit den Kindern war das durchaus wichtig, dass die alle auch ein, sagen wir mal, ein brauchbares Internet für den Computer haben und wenn sonst im Kinderzimmer das Internet nicht so prickelnd war und das WLAN schon ein bisschen schwächelt, ist so ein Powerline-LAN dann auch eine gute Möglichkeit. Also das Wichtige ist sozusagen, das NAS bringt aber vor allem nochmal etwas, wenn man sozusagen einfach unabhängig vom Computer zugreifen möchte, von unterwegs oder eben mehrere Benutzer hat, die die gleichen Datenspeicher verwenden sollen. Ansonsten kann man durchaus auch einfach einen ganz normalen USB-Speicher verwenden, also externe Festplatten, die man über USB verbindet oder eben auch dann zum Beispiel von der SI das Too Big, wo man einfach dann ein RAID-System mit zwei Platten hat. Ja. Gibt so verschiedene Varianten dann. Es ist immer eine externe Festplatte, hat immer den Charme, dass man es halt auch dann noch woanders an einem anderen Ort sichern könnte. Das heißt, im Worst Case, wenn einem das Haus abbrennt, hat man an einem anderen Ort, Standort dann noch die Daten gesichert. Ja, ist natürlich immer sozusagen so eine Sache, wie wahrscheinlich so ein Szenario ist, aber prinzipiell kann man natürlich damit auch noch zusätzlich eine örtlich getrennte Sicherung realisieren. Ja. Also, das ist sozusagen der Vorteil halt von dann USB-Platten, die natürlich am mobilsten sind. Was aber wichtig ist, ist immer dabei zu beachten, keine SSD zum Sichern zu verwenden, sondern eine HDD. Das heißt, die deutlich günstigeren, aber ein bisschen langsameren Platten, weil die eben Sektoren haben, die man wieder herstellen kann. Das einfach etwas ist, wo man, wenn die auch älter schon sind, eben wie der Karl gemeint hat, nach ein paar Jahren kippen manche Sektoren vielleicht, aber man kann die Daten wiederherstellen. Man kann sozusagen den Großteil der Daten sind nur einzelne Sektoren einmal betroffen und den Großteil der Daten kann man gut wieder retten. Bei den normalen HDDs, bei den Festplatten. Ja. Bei den SSDs, die sind deutlich schneller, die machen dann Sinn, wenn man von der Platte weg arbeiten möchte. Ja, das heißt, eine externe SSD ist immer sinnvoll, wenn man sagt, man hat beim Laptop zum Beispiel wenig Speicher drauf und möchte jetzt größere Videos, größere Bilder zwischenspeichern und einfach direkt von der SSD weg bearbeiten. Dann ist die schnelle Zugriffsgeschwindigkeit ein Vorteil, aber die SSD sind halt ein Flash-Speicher. Das heißt, wenn die kaputt werden, kann man üblicherweise nichts wiederherstellen. Ja, das ist einfach sozusagen da sagen wir mal, Nachteil, der große dabei. Bei den SSDs muss man auch wieder beachten, da gibt es natürlich unterschiedliche Qualitätsstufen. Es sind in den letzten Jahren die SSDs durchweg sehr günstig geworden schon, das ist natürlich verlockender als früher, aber es ist eben so, dass so sagen wir mal, bei 1 bis 2 Jahren bei den SSDs halt preislich gesehen und technisch gesehen momentan auch Schluss. Dann gibt es natürlich noch größere, die halt aber einfach exorbitant den Preis steigen. Aber ich sage mal so, 1 TB ist jetzt schon eine gute Größe, die man sich gut leisten kann. Aber es ist eben so, dass diese SSDs auch unterschiedlich je nach Preis, sagen wir mal, je nach Qualitätsstufe unterschiedlich viel Leseschreibzyklen aushalten. Ja, das heißt, so die ganz günstigen SSDs sind wirklich nach 2, 3 Jahren, unter Umständen werden die langsamer oder halt wirklich kaputt. Gute SSDs, zum Beispiel gibt es einen österreichischen Hersteller von Angel Bird, heißt der, sitzt in Vorarlberg, die machen langlebigere SSDs, die sind dann auch ein bisschen teurer, da kostet 1 TB halt 299 €, aber das ist so prinzipiell eine gute Qualitätsstufe, womit man sozusagen den Speicher, den man täglich verwendet, gut erweitern kann, ja, wo man schnell darauf zugreifen kann, schnell arbeiten kann. Aber zur Datensicherung lieber eine große Platte verwenden, große einzelne Platte oder RAID-System oder eben so ein NAS-System, je nachdem, wie halt die Ansprüche sind. Ja, das ist sozusagen Markus, der vielen wichtige. Dank. Ich habe jetzt nur zwei kleine Anmerkungen an die Apple-User, die Time Machine. Also Apple hat eine geniale Sicherung, das ist diese sogenannte Time Machine. Das heißt, die wird einmal konfiguriert, dann kann ich einfach eine externe Festplatte anhängen. Es sichert alles also dann in die Cloud oder auf eine Festplatte. Und wenn der Apple auch kaputt geht, könnt ihr den einfach nehmen und dann sozusagen
das Ganze auf ein neues Gerät klonen. Das ist eigentlich einzigartig. Also es gibt es leider, gibt es nichts Vergleichbares am PC, aber die Apple-User wären jetzt irgendwie sehr ungeschickt, wenn sie das nicht nutzen würden. Um es vielleicht ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Also wichtig ist auch, dass ihr vielleicht eine einfache Sicherung macht, also nicht zu überlegen, jetzt ein RAID-System mit 5 Festplatten und 4 Netzwerkkarten und, sondern vielleicht besser mal 2 Festplatten und das wirklich tun. Also das Schlimmste ist ja, wenn manche Leute sichern ja die Bilder überhaupt nicht, und wenn da mal was ist, dann ist natürlich alles weg und das wäre sehr, sehr... Das ganze Gold ist dann weg. Genau. Wir haben ein paar sehr interessante Beiträge im Chat, und zwar... Es schreibt einmal der Uwe, warum soll man nicht alle Platten auf einmal kaufen, sondern zeitversetzt. Und zwar, dass einfach Festplatten, die man zur gleichen Zeit kauft, anscheinend auch zur gleichen Zeit kaputt werden. Und ich mache es aber immer so, dass ich mir gleich noch, wenn ich eben jetzt, glaube ich, 8 Terabyte 4 Platten gekauft und habe gleich noch eine 5. in Reserve genommen, dass ich quasi, wenn einmal da was kaputt ist, die sofort auswechseln kann. Ich habe euch jetzt da einen Link gepostet. Da ist auch die Präsentation von heute mit den Links drin, die könnt ihr herunterladen, die Goodiebox. Und die werden wir jetzt so peu à peu auffüllen. Also der Link ist immer der gleiche und könnt ihr das dann zum Nachlesen auch verwenden. Jetzt kommen wir nämlich nach Weiher, nach Oberösterreich. Und die Eva war so nett und hat mir da mal 2 Videos gesandt, die wir uns jetzt einmal vorab anschauen möchten. Der Ort Weiher ist in Oberösterreich. Und ja, es ist mit einer sehr, sehr schönen Altstadt und werde einmal das Video starten. Jetzt werde ich mal die Freigabe stoppen und einmal die Eva. Ja. Herzlich willkommen, ja. Eva. Ja, hallo zusammen. Grüß euch aus Weiher. Also, das macht ja mal groß, genau. Ja, genau. Ja, also wo ich herkomme, das habt ihr gerade gesehen, aus Weiher. Das ist im südlichen Oberösterreich. Wir sind eine Marktgemeinde mit gut 4000 Einwohnern, haben eine schöne Altstadt sozusagen. Und eine schöne Umgebung mit der Katzensteiner Mühle, die wir gerade gesehen haben. Ja, und wir hoffen, dass heuer dort ein Mode-Fotografie-Workshop mit Oliver stattfindet. Also, sag einmal, Eva, erzähl einmal ein bisschen was über deine Fotografie, wie du zur Fotografie gekommen bist und was du machst. Okay, ja. Ich selbst tue eigentlich fotografieren, solange ich denken kann. Es ist vielleicht mir ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil mein Vater war in jungen Jahren auch begeisterter Fotograf oder nebenbei Hochzeiten fotografiert und Bergsteigerfilme gedreht, also vor 30, 40 Jahren. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich glaube 12, 13 Jahre alt, hat er mir so eine alte Spiegelreflexkamera geschenkt und
mit der bin ich dann halt auch im Ort immer rumgerannt und habe halt die Natur fotografiert und das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und vor ein paar Jahren habe ich dann mir wieder, irgendwie war der Zeitpunkt da, eine neue Kamera mir anzuschaffen und habe dann vermehrt Kurse besucht und dann auch bei der Wiener Fotoschule sozusagen, aber auch dort und dort woanders und bin dann wieder so auf den Geschmack gekommen und bin eigentlich süchtig geworden nach der Fotografie und habe dann vor 2 Jahren das Gewerbe angemeldet und bitte jetzt zum Thema Baby, Business and More fotografieren, also vom Babybauch über die Neugeborenenfotografie, Kinderporträts und Business eben steht für Firmenreportagen und Businessporträts und das More steht eben für meine Lovely Moments Hochzeitsfotografie. Also magst du uns da mal ein paar Bilder zeigen? Du hast ein paar Bilder vorbereitet, die ja, beim Coaching mit Oliver entstanden sind. Und jetzt haben wir schon sehr, sehr neugierig, was wir da jetzt Schönes sehen werden. Du meinst jetzt die Bilder von der Modefotografie? Genau. Okay, ja, genau, weil letztes Jahr war es eben so, dass der Oliver und ich gemeinsam, weil ich ja bei ihm schon ein paar Workshops besucht habe zum Thema Modefotografie, die mir auch viel Spaß gemacht haben. Und letztes Jahr haben wir dann eben beschlossen, gemeinsam ein Projekt zu starten und haben in Weiher ein Modehaus also mit dem kooperiert sozusagen und haben da ein tolles Modefotografieprojekt gestartet. Und da sind auch schöne Fotos dabei rausgekommen und die möchte ich euch jetzt gern zeigen. Genau. Wir haben, also der Oliver kann dann auch gerne ein paar Worte dazu sagen, weil wir haben 4 Models gehabt, also wir waren 2 Fotografen und 4 Models, also wir haben viel Arbeit gehabt. Wir haben eine Visagistin gehabt und eine Friseurin war vor Ort und vom Modehaus sogar eine eigene Stylistin. Und ja, es war ein tolles Team, es hat sehr viel Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten. Und das ist ja, auch die Vorplanung, Eva, also dass wir vorher genau das Konzept festgelegt haben mit dem Modehaus und dann haben wir halt das umgesetzt an einem Tag dann gemeinsam. Genau, ja. Ja, es hat viel Spaß gemacht und ich glaube, Oliver, wie hat es dir gefallen in Weiher? Ja, ja. Also der Grund, warum wir ja heuer in Weiher den Modeworkshop dort anbieten, Mitte Juni, ist, weil mir das so gefallen. An dem Tag hat der ganze Ort mitgeholfen. Also da ist sogar vom Gemeinderat jemand eingesprungen und hat als männliches Model gearbeitet. Und jeder, der irgendwie da mitgekriegt hat, da gibt es ein Modeshooting, hat mitgeholfen. Und das war das Spannende an der ganzen Geschichte. Und mir hat auch diese mittelalterliche Altstadt so gut gefallen. Und da kann man halt hinter jeder Ecke und in jeder Gasse ganz tolle Fotos machen zum Thema halt, jetzt in unserem Fall Mode. Und ich glaube, das Interessante ist ja heuer, dass ihr Outdoor unterwegs sein werdet, eben bei der Katzensteiner Mühle. Das heißt, es wird wirklich Porträt on Location sein. Mhm. Also einfach in dieser großartigen Umgebung von Weiher. Genau, also es wird ein super Mix, glaube ich, weil am einen Tag wird es eben die Sommermode eben von dem Modehaus in Weiher geben, wo man eben in den Gassen und Plätzen in Weiher sich eine Location suchen kann und dort eher so sommerlich leichte Frühlingsmode fotografieren kann. Und am Sonntag wird dann das Tolle, dass wir eher so am rustikalen Umgebung bei der Katzensteiner Mühle dort Jagdmode zum Fotografieren wird. Und das wird einfach ein super Kontrast und auch vom Thema her ganz ein großer Unterschied. Also ich denke mal, das wird sicher eine tolle Sache. Ja. Ja, also wir kooperieren an den 2 Tagen jeweils einmal mit dem Modehaus, also ihr seht es eh da am Sackerl, Sabine, und das zweite Mal mit einem Anbieter von Jagdmode. Eva, du noch ein paar Bilder zeigen vom letzten Jahr. Ja, gut, dann haben wir, das war da von dem Modegeschäft. Moment. Ja, du kannst einfach unten weitergehen, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, das war dort eben vor dem Geschäft. Wir haben da ein bisschen Imagebilder für das Modehaus gemacht, eben, dass die dann auch das ein bisschen verwenden können. War im Geschäft. Und das Tolle war halt auch, dass eine Stylistin dabei war. Also die hat uns auch ein bisschen unterstützt, dass wir die Mode für die Models richtig zusammenstellen. Ja, und das Um und Auf war schon, also das habe ich gemerkt, dass auch die Models sich in der Mode wohlfühlen, weil wenn eine das auch gehabt hat, wo sie sich gedacht hat, da schaue ich jetzt super aus drinnen, hat die ganz anders gestrahlt und das ist gleich ganz anders arbeiten gewesen. Genau, ja, das sind
vom Geschäft. Also die Models sind an einem Tag, glaube ich, 4 oder 5 Mal umgestylt worden. Also wir haben wirklich von in der Früh bis am Abend durchfotografiert. Ja, also die waren wirklich toll und sehr motiviert und wir haben dann versucht, halt ein bisschen so die Stimmung einzufangen. Das war ein sommerlicher Tag, gell, und genau, also man sieht das, glaube ich, auch beim Strahlen, gell, also die waren wirklich super. Ja, Requisiten haben wir auch gehabt, das Fahrrad zum Beispiel. Hinter dem Marktplatz, dort ist der Gaflensbach und da ist so eine urige Brücke und die haben wir eben auch genützt, dort zum Fotografieren, die hat sehr gut angeboten. Und dahinter ist eben gleich so ein schöner Grünbereich hinter dem Marktplatz. Ja, da bleibst du bitte einmal stehen. Also mich ist so total begeistert, einfach diese schöne Umgebung und eine sehr natürliche Art der Fotografie mit perfekten Models. Also das hat mich sehr angesprochen. Also das habt ihr wirklich super umgesetzt. Oliver, habt ihr da eigentlich auch sehr viel Bildbearbeitung gemacht? Ja, unterschiedlich. Also da im Freien, wenn wir mit natürlichem Licht gearbeitet haben, war also nicht viel Bildbearbeitung notwendig, weil die jungen Frauen haben eine sehr schöne Haut gehabt und waren auch super gestylt. Also, und das ist ja das Wesentliche, dass man sagt, je besser das Ganze vorbereitet ist, umso weniger muss man nachher mit Photoshop irgendwelche Fehler ausbessern. Ja. Drinnen in der Boutique haben wir dann natürlich mit Blitzlicht gearbeitet und da war es halt teilweise, das ist ja so ein altes Gewölbe gewesen, das haben wir halt da mit eingebunden, diese Steine, und da war vielleicht ein bisschen mehr Bildbearbeitung notwendig, aber in summa summarum, dadurch, dass die Models halt sehr gut gestylt waren, dass das Konzept sehr gut geplant war im Vorhinein, also ich war ja 2-mal vorher in Weiher dort und wir haben mit den Beteiligten vorher genau überlegt, was werden wir machen, und das ist immer halt das Entscheidende. Gute Fotos entstehen dann, wenn man halt dementsprechend viel Planungsenergie auch vorher hineinsteckt. Weil jetzt, das ist jetzt egal, was man fotografiert. Das Schlimmste ist, was passieren kann, ist, wenn man auf ein Set hinkommt und dann sagt, und was machen wir jetzt? Sondern in der Früh weiß schon jeder, was zu tun ist, und dann kann man auch sehr effizient fotografieren und kriegt in Summe des Tages sehr viele schöne Fotos zusammen. Ja, also es war, glaube ich, immer als ein Produkt, also oder Ergebnis vom ganzen Team. Also, und wenn, glaube ich, alle mit Begeisterung dabei sind, dann kommt da unterm Strich dann was Gutes raus. Also es war im Vorfeld natürlich alles gut abgestimmt und abgesprochen. Und aber dann natürlich zählt schon die Leistung an dem Tag. Und die Visagistin war motiviert und die Models und wir Fotografen sowieso. Ja, und das wollte ich noch sagen. Und die ganzen Frauen, die da mitgeholfen haben aus dem Ort bei diesem Fotoshooting, die haben alle mitgebracht. Kuchen, Brötchen. Also es hat eine riesen Catering gegeben mit frischen Früchten, die irgendwo halt gewachsen sind an die lokalen Obstbäume. Also ich war richtig überrascht und das hat mir so gefallen, diese positive Atmosphäre da in diesem kleinen Ort, dass wir uns entschlossen haben, da einen großen Workshop jetzt dann Mitte Juni anzubieten. Genau, also da sieht man wieder im Hintergrund die rustikale Brücke über den Bach. Das hat es eben dort gut angeboten. Dann ist da so eine alte Steinmauer, die hat mir persönlich gut gefallen als Hintergrund. Nutzt du das eigentlich auch, wenn du Hochzeiten fotografierst oder Porträts, bist du da in der Region unterwegs? Nutzt du das auch öfters oder? Also im Markt selbst eigentlich nicht so, eher dann mehr in der Natur eigentlich. Aber es ist interessant, weil ich bin bei der Steinmauer schon so oft vorbeigegangen und ich habe immer gedacht, irgendwann mache ich da Fotos. Und an dem Tag hat es halt dann gepasst. Genau. Also, und die zwei waren ja toll, weil die waren so, also da haben wir alles ausprobieren können. Also die waren einfach, haben gesagt, ja, machen wir das, machen wir das. Das ist auch nicht bei jedem Model gleich, gell? Weil manche sagen, da vielleicht ist, weiß ich nicht, ob ich das kann und so, aber da hat es einfach so gut gepasst. Die waren da recht experimentierfreudig und ja, da hat die Chemie gut gepasst. Der Biberbrunnen mittlerweile ist ja renoviert, jetzt schaut er wieder schöner aus. Da war er noch vor der Renovierung. Jetzt glänzt er wieder, also er ist schon bereit für den Juni dann zu fotografieren. Genau, so das waren meine Fotos. Ja, und ich denke mal, jetzt im Sommer bei der Katzensteiner Mühle wird halt eben das Spannende auch sein, weil man kann da runter zum Wasser, das heißt, man kann sozusagen die Location direkt von mehreren Blickwinkeln aus fotografieren, man kann die Models zum Wasser stellen, wir können auch runtergehen, das hat man vorhin im Video gesehen bei den Fotos zur Enns,
Dort mündet der Gavlensbach in die Enns und dort ist auch eine ganz schöne Umgebung. Also da gibt es Motive ohne Ende, glaube ich. Aber zum Thema Jagd kann ich mir das gut vorstellen, dass man da also ja, mit einem schönen auf Hintergrund Fotojagd geht. Fotojagd, genau, ja. Ja. Eva, wir haben gerade die Frage, wie erreicht man Weiher öffentlich? Es ist so, es kommt von Wien oder von Von wo? Wien, ja, genau. Ja, von Wien super, wir haben eine tolle Verbindung, da kann man bis Amstetten fahren und von Amstetten gibt es einen Zug bis nach Weiher. Also wenn wir nach Wien fahren mit dem Zug von Haustür bis nach Wien Zentrum, glaube ich, in Summe maximal 2 Stunden. Also das ist super Verbindung, also da ist kein Problem öffentlich. Ich habe das eh gerade reingeschrieben in Chat, weil ich bin da auch vor kurzem erst gefahren. Und wir werden natürlich dann auch schauen, wer von Wien wegfährt, dann können dann auch gern Fahrgemeinschaften organisieren. Also das Hinkommen wird nicht das Problem sein. Und wenn auch wer Fragen hat, jetzt bezüglich Unterkunft oder vor Ort, wie das da so abläuft, das kann man jederzeit gern per E-Mail anschreiben, dann kann ich gern helfen, jetzt wenn Unterkünfte oder wenn man den wo abholen soll für einen Bahnhof in der Nähe oder Ja, so. genau. Also das bietet man natürlich an, dann vor Ort am Bahnhof die Leute, die öffentlich anreisen, dann abzuholen. Also da werden wir schon Service bieten, glaube ich, wenn keiner verloren geht. Na fein, das heißt, du bist so weit durch, oder? Danke, ja. Ja, Eva, vielen Dank. Gell? Ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach Weiher. Danke, ebenfalls. Dann werde ich mal die Bildschirmfreigabe von dir beenden. Dann starten wir mit der Bildbesprechung. Das war jetzt. Ah nein, ich habe nur ein Video. Die Eva hat nur ein kleines Video gemacht. Das schauen wir uns jetzt noch an, bevor wir weitergehen. Das finde ich sehr schön. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich immer ganz besonders, wenn wir einfach die Entwicklung unserer Kursteilnehmer sehen, wie toll sie die entwickeln. Und nochmal ein großes Kompliment. Eva, danke noch einmal. Jetzt noch ein paar Sachen in eigener Sache. Wir haben jetzt unsere Facebook-Gruppe aktiviert. Also wer Facebook ist, schaut sich die Fotocafé-Community an. Und der Andreas war so nett und hat da gesagt, er übernimmt das. Und wie gesagt, ihr könnt euch auch mit Andreas zusammenschreiben, ihr könnt euch mit mir zusammenschreiben. Wir werden da einiges an Aktivitäten vorgeben und wir werden auch einiges an Info hineinposten, also einfach mal reinschauen. Und in den letzten Tagen, wo wir begonnen haben, ist es schon eigentlich super losgelaufen. Andreas, magst du ein paar Worte sagen oder überrasche ich dich jetzt? Ja, hört man mich? Ja. Nein, wir hören dich super. Ja, naja, vielen Dank. Mir hat immer leid getan, dass diese Gruppenseite stiefmütterlich im Grunde nicht aktiv war und habe angeboten, da zu helfen. Ich hoffe, es wird uns gelingen. Der Start war gut. Ich glaube, es hat allen Spaß gemacht, die mitgemacht haben. Die Katzentage haben wir heute sozusagen abgeschlossen, wobei das also nur die Aufwärmrunde war. Ich habe noch eine ganze Menge an schwierigeren Themen, die noch auf uns zukommen werden. Und ich hoffe auf rege Beteiligung von allen.
Und ich finde, also, es waren schon viele Informationen, auch für mich interessante dabei in den letzten 2 Tagen. Und ich würde euch auch bitten, wenn ihr zum Beispiel interessante Link habt oder wenn ihr irgendwas habt, was relevant zur Fotografie ist, weil ihr sagt, das ist eine super Idee, schreibt es rein, postet die Links. Also das lebt wirklich von dem, dass alle mitmachen. Und es ist ja auch bei uns im Chat, haben wir gesehen, dass wir super, super Beiträge immer kriegen und super Anregungen. Jeder hat sozusagen seine eigenen Erfahrungen und das ist einfach toll. Also was darüber kommt, also macht's da mit und wir werden dann und wann einmal ein paar kleine Preise verlosen. Sie werden sich da ein bisschen bemühen, auch das entsprechend so einen Anreiz zu geben, aber es soll ja kein Wettbewerb werden, aber einfach gegenseitig helfen, das ist eigentlich so die Sache. Und unsere Signalgruppe, also wenn ihr da mal zum Beispiel auch zwischendurch Fragen habt, zum Beispiel zu einer Kamera oder so, ihr könnt das ruhig reinschreiben oder ein anderes fotografisches Problem, weil es lesen ja alle mit und ich sehe es selber natürlich auch und wenn dann irgendwo ein Notfall ist, einfach einmal reinschreiben. Die werden wir auch noch schauen, dass wir die vorwärts kriegen. Gut, dann muss ich mal ganz kurz auf meinem Schummelzettel schreiben. Jetzt geht es dann eh weiter mit der Bildbesprechung. Ich habe schon gesagt, bitte die Fotos beschriften. Das funktioniert noch nicht ganz, aber ist der mal schon viel besser wie beim letzten Mal. Ich gebe euch einmal geschwind meinen Bildschirm frei. Ja, das hat uns sehr angesprochen, Oliver, gell? Kunstvolles Bild, also es sticht mir so ins Auge, ja. Genau, ist der Wolfgang. Haben wir zuerst schon geschaut. Fast nur rot und ein paar kurz. Ja, aber du musst einmal die trauen, sowas Nein, fotografieren nein, und ich finde es, einreichen. Ja, ja, das finde es ich ist toll. ganz toll, ja. Ja, vielen Dank. Ja, also. Also vor dunklem Hintergrund, das hat schon was, gell? Ja, also wirkt total edel, wirkt Ja, also so, das ist ja, so wie High Fashion, wenn du das ja. fotografierst, so Jagdmode, edle Ja. Jagdmode. Ja, Wahnsinn. So, jetzt Und muss ich. was mir da so gut gefällt, ist das eine Blatt, was da sich gewunden hat, vorne. Alle anderen sind stramm und im Das da, Glied gell? und das springt raus und das sticht mir so richtig, springt mir an, total, ja. Von wem ist das Bild? Okay, nicht da. So. Ja. Also wenn ich das sehe, muss ich an Harry Potter denken. So märchenhaft ist das. Ja. Ja. Haben wir wieder ein Stimmungslicht, also Gegenlicht. Und dann kommen natürlich die feinen Härchen und die Kanten super raus. Also das ist sehr, sehr schön auch umgesetzt. Und natürlich im Dreck liegend fotografiert, Ja, oder? Ja. Also das sehr brav. in der Wiese gelegen. Also man kann sagen, ich bin sehr heruntergekommen. Ja, der Peter ist sehr heruntergekommen, das wissen Ja, wir ja. aber das ist immer so. Aber Das zeigt. dieser Schlüsselblume, das winzig kleine Ja. Wiesen. Im Frühling nämlich liegt man am Bauch, wenn es noch keine Schmetterlinge gibt. Und wenn die Schmetterlinge kommen, dann kniet man. Also das, dann kann man sich langsam aufrichten im Laufe des Jahres. Genau, richtig. So. Ja, das ist auch sehr. Ist das von dir noch, Peter? Das ist von mir. Ja. Alt und neu in einem Bild praktisch. Sehr, sehr, Ja. sehr interessant. Wie ein Dreieck. Wenn du unten die Ja. anschaust, dann links oben und rechts oben. Das ist wie ein Dreieck dann praktisch. Genau, das ist. Warte, okay, du meinst gehst so. Ja, genau. Und da haben wir dann eigentlich auch nur eine schöne Diagonale durch. Ja, super. Bin ich extra Und früher da aufgestanden. ist auch noch ein Dreieck, gell? Ja, genau. Du hast ja richtig, richtig getrickst wieder, so wie immer heute. Am Mathematiker. Ja. Bis in der Früh. Ein früher Mathematiker sozusagen. Bist das jetzt auch noch du, na, oder? Das bin ich mal. Okay. Ja. Ja, einfach schönes Gegenlicht, perfekt Ja. umgesetzt. Und wieder diese hellen Bildteile und im Hintergrund dunkel und deswegen hebt sie das so toll ab. Also ich habe das Gefühl, das schaut aus wie so ein ganz schmackhaftes Dessert. Und man sagt, jetzt möchte man es gleich abschlecken, weil es so gut ausschaut. So Himbeerschlecker. So, dann haben wir von der die Sabine ist es aus Salzburg, wenn mich nicht alles täuscht. Also da sagt man mein Bauchgefühl wieder Kleiner, enger beschneiden, das ja. werden wir gleich machen. Ja.
Weil es ist rundherum so, die Blume hat ungefähr, weiß ich nicht, 20% vom Bild und rundherum ist eigentlich nicht wirklich zu. Ja, genau. Ja, genau. Also ich würde sogar. Gibt es vielleicht nur ein bisschen, dass man sagt, mehr diagonal wird, dass das. Ja, genau. Perfekt, super. Ja, und wunderschön. Ich ja. mache jetzt mal da noch schnell eine virtuelle Kopie. Also, warte mal, wo ist das jetzt? Da so eine virtuelle Kopie erstellen. Weil bei dem könnte man ruhig noch viel näher rangehen. Also das könnte man ruhig noch eine zweite Variante machen. Genau, eine zweite Variante machen. Ich schneide ja, na, quadratisch ist eh gut. Schauen dann, dass man es genau in der Mitte positioniert. Ja. Instagram, perfekt für Instagram. Ja. Und wenn ich mir jetzt die zwei Bilder dann anschaue, dann habe ich nämlich, warte, jetzt muss ich nochmal in die Bibliothek gehen. So, dann habe ich nämlich jetzt hier zwei ganz verschiedene Bilder. Und beschneiden ist oft, macht es oft besser. Also wir neigen dazu, einfach zu viel rundherum aufzunehmen. Ja. Ja. Schau, der Wolfgang ist auch noch am Boden gelegen, schaut es aus. Ja, ja. Der hat natürlich furchtbar getrickst, aber das schaut einfach edel aus gegen den Hintergrund. Das also perfekt. Nein, du hast einfach die richtige Perspektive gewählt. Getrickst genau. Im positiven Sinne, dass du das super gesehen hast. Ja. Ja. Das könnte schon fast der Kopf sein, der Norbert Kopf fotografiert, so der berühmte Salzburger Blumenfotograf, der hat so ähnlich Gebildsprache. Ein Stil, oder? Das ist ein Stil, ja, ist wirklich ganz, ganz. Das ist von mir. Ja. Wer ist mir? Wolfgang Langer, hallo. Ah, okay, ja, hallo. Ja, super Farbharmonie, also das heißt, innen die farbgesättigten Farben und außen dann das Grün. Wo es den Kontrast halt gibt. Und was sehr, sehr schön ist. Hinten ist noch eine weitere Tulpe. Ja, aber was sehr, sehr schön ist, Wolfgang, dass da nichts rundherum ist, was ablenkt, weißt? Mhm. Also, wenn da jetzt noch was Dominierendes wäre, irgendwo in einer Ecke, dann wird das Foto nicht so gut funktionieren. Weil man hat einfach in der Mitte diesen schönen, also man fokussiert sich auf das Motiv und hat nichts, was irgendwo stört rundherum. Es ist oft gar nicht so leicht, so eine Stelle zu finden und eine Blume zu fotografieren, wenn dann ist wieder irgendwas daneben oder also so gesehen ist das sehr, sehr gut gemacht. Danke. So, ah, das ist jetzt der Christoph. Für meinen Geschmack, Karl, ist vielleicht eine Spur zu hell das Bild. Na, schauen wir mal, machen wir es ein bisschen dunkler. Die Lichter. Zieh hinunter mal. Ja, ziehen wir einfach die Lichter ein bisschen, das ist ja kein Problem. Weil dann wären die Farben gleich viel mehr gesättigter. Ja. Schauen wir können da. Ja, schaut besser aus, gell? Ja. Das sind oft so Kleinigkeiten. Ich meine, die Daten sind da, man muss halt dann halt in der Nachbearbeitung. Aber es kann auch sein, dass der Bildschirm vom Kollegen vielleicht zu dunkel anzeigt. Ja, oder was denn, das ist. Ja. Aber es prinzipiell eine super Idee. So. Das Foto ist von der Annette. Ist die Annette da? Weil die weiß ich nicht sicher, ob sie heute kann. Ja, hallo, ich bin da. Ja, hallo. Ja, super. Hallo. Also, was vielleicht ein bisschen schwierig ist, es fehlt so das eindeutige Hauptmotiv, gell? Ja, aber es ist Struktur da in dem Bild und daher sage ich, probier es einmal bitte nur in Schwarz-Weiß, weil dann kommen Strukturen einfach deutlicher heraus. Den musst du nur jetzt wieder kurz umschalten. Weil das muss man auch sehen einmal und jetzt den Kontrast wieder. Die schaut einmal, da gibt es nämlich eh so schöne Schwarz-Weiß-Presets. Aber Diagonale ist auch vorhanden. Ja, ja. Also genau, das gefällt mir gut. Das, was, ja, genau, cool. Ja. Ja, es ist manchmal wirklich interessant, wenn man dann sagt, okay, man macht das Ganze in Schwarz-Weiß und dann haben wir da noch ein bisschen einen Kontrast rein. Es ist immer die Bildidee das Entscheidende. Ja. Ja. Und wenn die Sonne so runterknallt, dann ist Schwarz-Weiß immer Geheimtipp. Obwohl, das war eigentlich am Abend. Das war, glaube ich, schon gegen 8. Ja, cool. Fein. Das schaut toll aus. Und zwar, ich habe jetzt unter allen, die
also unter allen, die mitgemacht haben, vorher ausgelost. Also es gibt jetzt keine Wertung, weil das wollen wir eigentlich nicht, sondern ich habe ausgelost, damit ihr wisst, wie es zu der Entscheidung gekommen ist. Und zwar, wir haben ein Lightroom-Buch für die Annette, das schicke ich ihr zu. Das ist gratuliere. So ein Leitfaden, bravo. Oh, danke, war super, danke. Dann der Martin Ziegler hat ja, einen ja. Gutschein über 50 Euro bekommen von der Wiener Fotoschule. Ich habe gesehen, der hat auch ganz viele Kurse gebucht. Ja, gratuliere. Und ist die Sabine da? Die Lehrer Sabine? Schade. Nein, die ist nicht da, weil ihr Mann hat einen Unfall gehabt. Okay, na, dann kannst du vielleicht sagen, sie hat das Vacuum One gewonnen, gell? Was, Vacuum? Das ist so ein, von Vacuum, so ein Stifttablett zum Fotoretuschieren. Mhm. Den ersten Preis. Ja, nämlich gestern beim Fotografieren einen Unfall gehabt. Okay, weil normalerweise hätten wir jetzt jemand anderen gezogen, aber in dem Fall natürlich machen wir gerne eine Ausnahme. Der Markus vom CG-Shop schickt dir das zu, gell? Ich werde Markus die Adresse schicken und sie kriegt dann das Vacuum One. Gut, wir werden jetzt dann in den nächsten Tagen das neue Thema bekannt geben und nachdem jetzt weil Pfingsten ist und langes Wochenende, das nächste Fotocafé ist dann am 30. Mai, das heißt immer ein bisschen Zeit und werde dann wahrscheinlich einmal eine Mail ausschicken an alle mit dem Thema. So, lieber Oliver, dann würde ich bitten, dass du mit der Photoshop-Challenge startest. Ja, der Höhepunkt zum Schluss. Genau, das Beste kommt immer zum Schluss. Ja, ja, gut. Also, so, liebe Leute, das ist ein Bild, das habe ich von Christoph Greif erhalten. Er hat mir dieses Bild geschickt. Das war das fertige Bild, was er mir geschickt hat. Und ich habe mir gedacht, das hätte ich gern. Ah, Moment einmal, jetzt sehe ich gerade, das ist sein Photoshop-File und jetzt muss ich noch mein Bild. Die Rohdaten öffnen. So. Okay. Ja, gut, Hammer. So. Ich habe mir dieses Bild angeschaut. Er hat es da im Morgengrauen fotografiert. Ich kann euch noch schnell das Originalbild zeigen. Das ist da hinten. Und wenn ich das jetzt ausblende, dann so war das Originalbild. Also er hat sauber auf den Hintergrund belichtet und hat dann halt in Photoshop das Rettungsfahrzeug ein bisschen aufgehellt, dass das dann wieder, weil das ist ja das Star in diesem Bild, zur Geltung kommt. Was mir jetzt da ein bisschen auffällt ist, und das ist jetzt wieder eine grundsätzliche Entscheidung, dass man sagt, jetzt habe ich da hinten dieses orange Licht vom Sonnenuntergang oder vom Sonnenaufgang und das Rettungsauto ist eher ein bisschen blass und hat ein kühleres Licht. Also ich würde, das ist jetzt nur meine Idee, dass ich sage, ich passe jetzt eine Spur des Rettungsauto an, dass das ein bisschen mehr zu diesem orangenen Licht im Hintergrund passt. Und das mache ich mit einer Farbbalance, das heißt, ich ziehe da das Ganze ein bisschen ins Gelbe und ein bisschen ins Rote, invertiere die Maske, nehme mal einen weißen Pinsel und übertrage dann diesen Effekt nur lokal auf das Fahrzeug. Ich sehe, das Fahrzeug wird ein bisschen gelber, oranger und passt vielleicht ein bisschen mehr in diese Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangsstimmung. Ich schalte das jetzt einmal ein aus, schaut es her. Passt für mich einfach besser rein. Ja, und was man dann auffällt ist, jetzt gibt es da diese wunderschönen Lichter mit diesen Reflexen und er hat aber da, das Rettungsauto hat hier vorne auch noch kleinere Lichter und die sind jetzt nicht eingeschalten und die werden wir jetzt auch noch aufdrehen, dass das ganze Rettungsauto noch viel spektakulärer kommt. Und das mache ich jetzt einfach mit einer Gradationskurve. Ich lege mir die mal an, invertiere da die Maske in schwarz, nehme da einen weißen Pinsel, mache den circa mit 80% Deckkraft. So, 80% Deckkraft und wende da jetzt diesen Effekt nur auf dieses Licht an und auf dieses Licht. Und wenn ich jetzt da den Schwarzpunkt nach oben ziehe, schaut einmal, wie das Licht da zum Leuchten beginnt.
Okay, gefällt mir schon gut. Aber jetzt haben wir da noch diesen Blendenstern. Den brauchen wir jetzt auch noch. Und den habe ich schon vorbereitet. Also das ist im Prinzip ein Stern auf schwarzem Hintergrund. Und wenn ich mir den da jetzt ins Bild hineinziehe, ins das Projekt, schnell mal die Abfragen von Photoshop bestätige, dann ist dieser schwarze Stern im Bild. Jetzt muss ich natürlich noch diesen schwarzen Hintergrund ausblenden. Das mache ich am besten mit dem ebenen Verrechnungsmodus negativ multiplizieren. Und ihr seht es eh schon, schon ist der Stern alleine im Bild ein bisschen zu groß. Werden wir ein bisschen transformieren, kleiner machen, dass der da dazu passt. Ist noch immer zu groß. Ja. Ungefähr so. Ja, gefällt mir gut. Jetzt gebe ich da diese zwei Ebenen. Das eine war ja da, wo ich gesagt habe, ich tue da das Licht aufdrehen und dann den Stern. Das gebe ich jetzt in eine Gruppe. Das ist also das Licht 1. Licht 1. Und wenn ich diese Gruppe dupliziere, das duplizieren wir jetzt. Ah, nicht löschen. Weg. Duplizieren. Dann mache ich da das Licht 2 daraus, nehme da diese Gruppe und schiebe das ganze Licht jetzt auch noch da herüber. Und das muss ich ein bisschen kleiner machen, weil das ist von der Kamera eine Spur weiter weg. Genau, passt mir gut. So gefällt mir das gut. Ja, und jetzt gebe ich beide Lichter in eine Gruppe, nur damit ihr mal das seht, wie das jetzt ausschaut. So. Gruppe, und die beschriften wir jetzt mit Licht, und schon haben wir diese Lichter da im Vorne dazu gemacht. Jetzt sind die vielleicht noch ein bisschen gelb, also zu neutral, weil das Licht von diesem Licht ist ein bisschen gelber. Dann färben wir das Ganze noch ein bisschen gelblich ein. Das mache ich am besten mit einer Farbfläche. Da wähle ich mir jetzt ein schönes Orange. So, ja, natürlich muss ich jetzt die Maske invertieren. Und wenn ich jetzt da mit einem weißen Pinsel, da gehe ich jetzt runter auf 20% Deckkraft, machen wir da das Ganze ein bisschen orange, dass das dann besser zum Bild passt. Jetzt verrechnet sich das natürlich noch nicht sehr gut. Dann gehen wir in ebenen Verrechnungsmodus Farbe und schaut her, vorher zu kühl, und jetzt habe ich auch da oben ein oranges Licht. Und apropos oranges Licht, wir haben da einen Farbkontrast im Bild, nämlich mit blauem Licht. Also dieses Rettungsauto hat auch blaue Lichter, und die will ich jetzt auch noch ein bisschen spektakulärer gestalten. Das machen wir jetzt so wie vorher. Nehmen wir uns noch mal eine Farbfläche, blau, ja, dann die gleich in den Modus Farbe, damit sie das super verrechnet. Na bumm, jetzt ist das ganze Bild blau. Ja, müssen wir die Maske nur invertieren. Und jetzt wieder mit einem weißen Pinsel, damit da kurz diese blauen Lichter ein bisschen intensiv. Jetzt mache ich den Pinsel ein bisschen größer. Also ich tippe immer einmal hin, dass ich da so diesen Leuchteffekt von diesen Lampen, dass das so wie Miami Vice und voll in Aktion, dieses Rettungsauto. Ja, und da oben am Dach habe ich auch noch ein bisschen ein blaues Licht, und das möchte ich vielleicht auch noch ein bisschen intensiver gestalten. Das mache ich in dem Fall mit einer Gradationskurve. Da gehe ich in den Farbkanal Blau, und ihr seht eh, da ist jetzt sehr, da oben ist jetzt alles sehr hell. Also das heißt, ich muss jetzt den Weißpunkt verschieben. Wenn ich den Weißpunkt da her schiebe, dann wird das Ganze schön blau. Natürlich wirkt sich das wieder auf das ganze Bild. Maske invertieren und kurz da den Effekt um anwenden. Mache jetzt mit 60% Deckkraft einmal da das intensiver blauer machen. Dann da. So, und jetzt, wie in einer Krimiserie, ist das Rettungsauto perfekt. Wir schauen uns das kurz an, was wir gemacht haben. Ich gebe das kurz in eine Gruppe. Nein, ich mache das viel einfacher. Ich brauche ja nur da, da ist ja das Original von Markus. Alt-Taste halten, aufs Auge klicken. Ah nein, dann blendet alles aus. Müssen wir trotzdem mit der Gruppe arbeiten. Blenden wir da die ganze Gruppe ein. Und jetzt kann ich da die Gruppe einschalten. Das war vorher. Und jetzt haben wir es viel spektakulärer gemacht. Also jetzt haben wir den, das Fahrzeug für den Rettungseinsatz fertig. Nur eine kleine Anmerkung haben wir von Wolfgang. Und zwar, die Sterne sollen aus physikalischen Gründen eigentlich dieselbe Anzahl von Strahlen haben. Oh! Jetzt aufplatteln.
Ja, Wolfgang, das ist jetzt wieder, das war ja nur von uns ein Test, ob das eh jemanden auffällt. Und der hat jetzt, das ist jetzt der Beweis, dass die Zuseher sehr genau zuhören, genau. Unsere Sendung. Ja, also selbstverständlich gebe ich dir vollkommen recht. Dann müssten wir halt jetzt noch 20 Minuten anhängen, dann mache ich das auch noch. Ja, aber ich glaube, ich sage mal, jeder vorstellen, wie es funktioniert. Mir ist jetzt darum gegangen, dass man sagt, es gibt Lichter, aber die kann man noch ein bisschen besser. Ist der Markus heute da in der Sendung? Der Markus habe ich gesehen, ja. Ja, also Der Christoph Greif, ja genau. Also Christoph, wenn dir das Bild jetzt so gefällt, ich hoffe, wir konnten dich ein bisschen inspirieren, beim nächsten Rettungsauto-Foto ein bisschen mehr Action ins Bild zu bringen. Ja, okay. Ja, dann vielen Dank, Christoph, dass du uns dieses Bild zur Verfügung gestellt hast. Ja, Karl, was machen wir jetzt? Ja, wir kommen zum Ende. Wir sind heute mal nicht so lang wie üblich, was aber gar nichts macht. Wenn jetzt noch jemand Lust hat, wir haben bei den Fotowochenenden, bei den ersten gibt es noch Restplätze und wir sind auch guter Dinge, dass wir die durchführen können. Wir haben auch jetzt einiges an neuen Terminen online gestellt, einfach mal auf die Homepage schauen. Wir sind jetzt gerade noch dabei, diese ganzen Covid-Bestimmungen auch umzusetzen. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch demnächst wieder sehe. Und wir schicken dann eher entsprechend auch Newsletter aus. Ihr müsst jetzt noch auf die richtige Seite, um euch auch entsprechend zu informieren. Das Fotocafé Nummer 32 findet am 30.05. statt. Und der Armin Salermann von der Fotoversicherung Activas aus München wird kurz was erzählen, wie ihr eure Ausrüstung schützen könnt. Und dann gibt es noch einen Norwegen-Vortrag von der Michelle Abert, eine junge Wiener Fotografin, die vorher so eine ganz, ganz eine tolle Reise gemacht hat mit Seekajaks und die dann einen kleinen Ausschnitt also zeigen werden. Gut. Wir werden heute denn das Fotocafé nicht mehr länger offen lassen, weil wir dann auch hier raus müssen aus dem Brauhund. Ich sage einmal vielen Dank fürs Mitmachen und ich freue mich schon wieder, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Danke. Ja, ciao. Wir schalten einmal um auf den Foto und damit ihr im Hintergrund noch seht. Also, und wie gesagt, ab 19. ist dann auch der Brauhund wieder offen. Und genau, da gibt es ein gutes englisches Bier. Genau, und auch Frastanzer aus. Ja, aus Vorarlberg. Also sind Betreiber aus Vorarlberg. Genau. Also vielen Dank, schönen Abend. Danke, ciao. Danke, ciao. Ciao.